Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 9 Arena-Modus News Update. Es sind ein paar Informationen ans Tageslicht gedrungen, wie so ein Stück weit der Arena-Modus funktioniert, was die Waffen und die Skills betrifft. Ein amerikanischer YouTuber hat sich in einem Livestream ein bisschen geäußert, der hatte das Privileg, den Arena-Modus schon zu testen. Und er meinte aber auch, möglicherweise könnte sich das zum Release noch ändern, was ich jetzt persönlich aber nicht glaube, weil das Grundgerüst steht und es soll so sein. Das ist jetzt erstmal nur eine Vermutung von mir, wir starten den Arena-Modus sicherlich mit einem Pre-Loadout. Wir haben wahrscheinlich erstmal ein festes Loadout an Waffen, mit denen wir starten. Wir können uns aber Waffen und Skills kaufen. Ich nehme mal an, wir erspielen uns Credits so in der Art. Und der YouTuber oder Streamer meinte, dass wir in jeder Runde unsere Waffen, die wir haben oder gekauft haben, wieder kaufen müssen. Unsere Skills müssen wir jedes Mal wieder neu kaufen. Das heißt, egal wie gut oder wie schlecht du gerade eine Runde abschließt von einem gesamten Match. Das heißt, es gibt natürlich in einem Match mehrere Runden. Und egal wie gut oder schlecht du eben eine Runde abgeschlossen hast, du musst in der nächsten Runde dir die ganzen Waffen wieder kaufen, wahrscheinlich auch die Skills. Das heißt, am Anfang kannst du eben nicht sagen, ich möchte jetzt mit der Flatline und mit der 301 spielen. Ich gehe mal davon aus, dass wir vielleicht mit einer P20 oder einem Mosambik starten und müssen uns dann unser Loadout erspielen. Wie wir genau, ich sag mal, diese Währung, mit der wir die Sachen kaufen, erspielen, durch Kills, durch was weiß ich, wie lange man überlebt und so weiter und so fort, oder ob wir mitten in einer Runde das kaufen können, das ist aktuell noch unbekannt. Auf jeden Fall ist es dann so, Runde abgeschlossen, wir haben Credits wahrscheinlich und dann können wir uns unsere Waffen und unsere Skills kaufen. So soll es aktuell aussehen. Wie gesagt, zum Release von Season 9 sind wir dann schlauer, wenn es demnächst wieder neue Informationen dazu gibt. Wird es auf jeden Fall wieder ein Video dazu geben. Hat euch das Video gefallen, würde ich mich sehr über jeden Daumen nach oben freuen. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, das war's schon wieder von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.